Hartmut Neumann, Verbotene Zonen. Wolf Hamm, Große Prozesse. 16.05. bis 29.08.2021. Digitale Eröffnung. Anne Henk-Holstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland. Sehr geehrter Herr Professor Wilhelm, lieber Herr Dr. Sommer, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie alle an Ihren Bildschirmen zur digitalen Eröffnung unserer Doppelausstellung Hartmut Neumann, Verbotene Zonen und Wolf Hamm, Große Prozesse, herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie den besonderen Umständen der momentanen Zeit geschuldet, heute durch dieses mediale Format erreichen und ansprechen zu können. Viel schöner wäre es natürlich für uns alle, wenn Sie hier vor Ort im Dorothee-Tanning-Saal des Max-Ernst-Museums Brühl des LVR unmittelbar treffen und begrüßen könnten. Aber das lassen ja bekanntermaßen die aktuellen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider nicht zu. In unserer heute zu eröffnenden Ausstellung verwandeln gleich zwei außerordentliche Maler und Zeichner den großen Luise-Strauß-Ernst-Saal mit ihren Werken, wobei sie ihren Teil dieser spannenden Doppelausstellung einerseits Verbotene Zonen und andererseits Große Prozesse genannt haben. Erlauben Sie mir aber bitte zunächst, Ihnen die beiden Protagonisten Hartmut Neumann und Wolf Hamm, die ich heute ebenfalls ganz herzlich willkommen heiße, kurz mit ihren wichtigsten biografischen Daten vorzustellen. Hartmut Neumann, 1954 in Delmenhorst geboren, studierte von 1976 bis 1980 an der Hochschule für Künste Bremen, kurz der HFK, bei Rolf Thiele. 1981, also vor 40 Jahren, war er Preisträger des Forums Junger Kunst. 1983 erhielt er den Kunstpreis Junger Westen und ein Stipendium an der Cité Internationale des Arts in Paris. 1985/86 folgte ein einjähriger Studienaufenthalt an der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo, der bedeutendsten Einrichtung der Bundesrepublik zur Spitzenförderung deutscher Künstlerinnen und Künstler im Ausland. 1988 erhielt Neumann den Kunstpreis des Deutschen Künstlerbundes. Seit 1992 ist er Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Hartmut Neumann lebt in Köln. 20 Jahre nach Neumann wurde Rolf Hamm, 1984 ebenfalls in Delmenhorst geboren und wuchs anschließend in Bremen auf. Seine Mutter ist Finnin und so verwundert es nicht, dass er 1996/97 Assistent bei der finnischen Malerin Marjatta Tapiola in Sismar, Südfinnland, wurde. Von 1998 bis 2001 studierte er, wie auch Hartmut Neumann, an der Hochschule der Künste in Bremen, hier jedoch bei Wolfgang Schmitz und Paco Knöller. 1999 erhielt er ein Stipendium der Städtischen Galerie Bremen mit Residenz im französischen Valoris und einer Ausstellung in der HFK Bremen. Von 2001 bis 2004 studierte er Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf mit Meisterschülerabschluss bei Siegfried Anzinger. 2004/2005 schlossen sich ein Stipendium und eine Auszeichnung der Fundación Bilbao Arte mit Residenz in Bilbao an, wo er bis 2006 blieb. 2007 konnte sich Hamm über eine Projektförderung des Bremer Senators für Kultur freuen. Wolf Hamm nahm 2012 sodann einen Lehrauftrag an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig wahr, sowie im darauffolgenden Jahr an der Hochschule für Künste Bremen. Ein Stipendium des Nelimaka-Museo in Alajärvi, Finnland, mit Residenz und Ausstellung folgten ebenfalls 2013. Wolf Hamm lebt und arbeitet in Berlin. Vielleicht stellen auch Sie sich, meine Damen und Herren, die Frage, warum diese beiden Künstler
zusammen auftreten? Die Antwort liegt im Konzept der Wechselausstellungen. Mit diesen Präsentationen wird bis hin in die zeitgenössische Kunst surrealen Tendenzen im Geist von Max Ernst nachgespürt, ebenso bildnerischen Strategien, wie sie der Surrealismus ausgebildet hat. Das wird in unterschiedlicher Deutlichkeit, Verdichtung und Abgrenzung im Werk dieser beiden Künstler sichtbar. In ihrer jeweils individuellen, unverwechselbaren malerischen Handschrift gestalten sie dabei völlig eigenständige Bildwelten, deren Faszinationskraft man sich sichtlich nicht entziehen kann. Sie bereichern nicht nur unsere Kenntnis im Hinblick auf ungewöhnliche Positionen aktueller Kunst, sondern sie verweisen zugleich auf die spannungsreiche Verwandlungskraft künstlerischer Imagination, die aus den Quellen surrealen Eingebungen schöpft. Die Ausstellung wurde vom Direktor dieses Hauses, Herrn Dr. Achim Sommer, in konstruktiver Zusammenarbeit mit den beiden Künstlern kuratiert. Mein ausdrücklicher und herzlicher Dank geht daher an dieser Stelle an Hartmut Neumann und Wolf Hamm. Danke für Ihre Unterstützung. Wieder einmal ist es Herrn Dr. Sommer und seinem Team, und zwar aller Widrigkeiten und Einschränkungen der Corona-Pandemie zum Trotz, mit engagiertem Einsatz sowie der Unterstützung des LVR-Museumsverbundes in Bonn exzellent gelungen, eine überzeugende Wechselschau mit zwei Künstlern zu realisieren. Besonders zu erwähnen sind die beiden hervorragenden Kataloge, die dem Gedanken der Doppelausstellung folgend im Set angeboten werden. Erhältlich schon jetzt per Post über den Shop des Museums. Laden Sie, meine Damen und Herren, die beiden großen Künstler auf diese Weise schon heute zu sich nach Hause ein und lassen Sie sich so Lust auf den bald wieder möglichen realen Besuch in diesem wunderbaren Haus machen. Doch bevor uns nun Herr Dr. Sommer in die Ausstellung einführt und uns hiernach die Künstler selbst ihre Werke näher bringen, darf ich dem Vorsitzenden des Vorstandes der Stiftung Max Ernst, Herrn Professor Dr. Jürgen Wilhelm, um sein Grußwort bitten. Herzlichen Dank und ich wünsche dieser Ausstellung den ihr gebührenden Erfolg. Vielen Dank. Professor Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Max Ernst. Sehr geehrte Damen und Herren, die uns digital zuschauen. Malerei sprachlich zu vermitteln ist häufig sehr anspruchsvoll und schwierig, aber oftmals reicht ihre formale und farbliche Ausdrucks- sowie ihre sinnliche Wirkungskraft bereits aus, den Betrachtenden unmittelbar zu erreichen und sowohl emotional als auch intellektuell zu berühren. Darauf muss eine nur virtuell übermittelte Botschaft wie am heutigen Abend nun leider verzichten. Denn der digitalen Eröffnung fehlt natürlich der gemeinsame Rundgang durch die Ausstellung, bei dem man sich austauschen kann und bei dem wir nachvollziehen können und überprüfen können, was gesagt wurde, weil es uns dann direkt vor Augen steht und eigene hochindividuelle Eindrücke ermöglicht. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass Sie es sich nicht nehmen lassen werden, sobald das Museum wieder eröffnet sein wird, sich selbst ein Bild zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. In unserer spannenden Reihe von Ausstellungen, meine Damen und Herren, die mit unterschiedlichen Referenzen die Umbildungen und Verwandlungen besonderer Bildverfahren und Geisteshaltungen in Bezug zu Max Ernst, des Dadaismus sowie des Surrealismus von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart untersuchen und auch vorstellen, gab es bislang eine gemeinsame Ausstellung mit zwei Künstlern, die intensiv mit der Collage-Technik, die Max Ernst ja bis zur Perfektion entwickelt hatte, gearbeitet haben. Das waren Kurt Schwitters, der von 1887 bis 1948 gelebt hat und mit seiner Merz, MERZ-Kunst eine Sonderform innerhalb der deutschen Dada-Bewegung bildete, und Ray Johnson,
1927 geboren, lebte bis 1995, der mit seinen komplexen Collagen, der er Motikos oder Motikos nannte, New Yorks berühmtester unbekannter Künstler war, so schrieb jedenfalls einmal die New York Times. Dabei führten die beiden mit ihren feinsinnigen Arbeiten einen künstlerischen Dialog untereinander, aber eben auch mit den Collagen von Max Ernst. Heute nun zeigt unser Museum erstmals eine Doppelausstellung mit zeitgenössischen Künstlern in einer räumlich separiert konzipierten Präsentation, zu der zwei wunderbare Kataloge erarbeitet wurden, die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Sowohl Hartmut Neumann unter dem Titel Verbotene Zonen als auch Wolf Hamm mit seinem Thema Große Prozesse überraschen uns durch ihre eigenständige Malerei und geben zugleich Hinweise auf die bedeutsame Rolle der Zeichnung in ihrem Werk. Es sind zwei eigenwillige, herausragende Einzelgänger, unabhängig und kraftvoll, und sie verfolgen mit voller Intensität ihren künstlerischen, höchstpersönlich individuellen Weg. Hartmut Neumann gestaltet meist großformatige, kraftvolle Landschaftsräume, die eine ganz eigene Sicht auf die Formen von Fauna und Flora zu erkennen geben. In ihnen offenbart sich eine märchenhafte Bedeutungsperspektive, wie mal jemand sagte. Sie werden zudem bis in kosmische Bereiche und planetarische Geschehen erweitert und bilden theatralisch bewegte Panoramen aus. Die fantastischen landschaftlichen Visionen von Neumann lassen im Entwerfen verschlungener, sinnlich wuchernder Naturformen die großartigen Dschungelbilder oder landschaftlichen Formationen von Max Ernst assoziieren. Zugleich können sie auch als traumhafte innere Landschaften erscheinen, die Einblicke in die seelischen Momente geben, wenn man es zulässt. Sein bislang mit 3,60 Meter mal 6 Meter größtes, wahrlich spektakuläres Werk aus dem Jahr 2019, das den Titel Ungeklärte Turbulenzen trägt, bildet einen Höhepunkt in der Präsentation. Auch Wolf Hamms farbintensive und der ausgeprägt disparaten Kombinatorik der Bildelemente irgendwie schon surreal anmutende Arbeiten, die in der alten Technik der Hinterglasmalerei erstellt wurden, ziehen uns gleichsam in einen visuellen Strudel. Darin eingeschrieben und sind ganz unterschiedliche und sich auch hin und wieder widersprechende Motive, deren Anordnung eher einer Logik des Traums folgen mag, als einer wirklich zusammenhängenden, intellektuell erklärbaren Bilderklärung. Hamm vermischt und verdichtet hier Gesehenes und Geträumtes, Erlebtes und Gedachtes, Klassisches und Triviales in ziemlich unnachahmlicher Weise. 6 von 8 geplanten großformatigen Bildtafeln seines ambitionierten Zyklus, den er die großen Prozesse nennt und der seit 2010, also seit über 10 Jahren entsteht, 6 von diesen werden zum ersten Mal in unserer Ausstellung gezeigt. Im Gewand des Jahreszeitenwechsels auftretend widmen sie sich in einer weiteren Bedeutungsschicht den Entwicklungsstufen der Menschheit. So lassen sich zwei unterschiedliche, individuell profilierte Positionen, die selbst nicht unmittelbar in einen Dialog treten, aber natürlich beim Besuch der Ausstellung zu diesen Vergleichen animieren sollen, sie lassen sich im Spannungsfeld zum Oeuvre von Max Ernst sowie zu surrealen Methoden und Motiven entdecken, wenn sie es zulassen. Diese Berührungspunkte verbinden dabei die beiden individuellen künstlerischen Ansätze von Hartmut Neumann und Wolf Hamm doch in einer ganz eigenständigen Weise. Ich danke Achim Sommer für die Idee, diese Ausstellung mit den beiden Künstlern hier zu zeigen. Ich danke vor allen Dingen den Künstlern, dass sie uns ihre Werke zur Verfügung stellen und hoffe noch einmal mit Ihnen, dass wir sie bald auch physisch in Augenschein nehmen können. Ich wünsche Ihnen jetzt beim virtuellen Rundgang viele überraschende und erkenntnisreiche Eindrücke und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Dr. Achim Sommer, Museumsdirektor. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Max-Ernst-Museums, sehr verehrte Damen und Herren, fabelhaft, dass Sie dabei sind. Bleiben Sie es noch eine Weile, damit ich Sie etwas näher an die faszinierende Kunst der beiden Maler heranführen kann. Zunächst Wolf Hamm und dann Hartmut Neumann. In Wolf Hamms teils großflächigen Hinterglasmalereien gleichen die vielteiligen erzählerischen Momente voller Details
sogenannten Wimmelbildern, von denen ein besonderer Sog ausgeht. Ein regelrechter visueller Strudel, der den Betrachtenden erfasst und nicht mehr loslässt. Interferenzen und Paradoxien von räumlicher Perspektive und Zeitlichkeit verzahnen sich und lassen das Sehen nicht zur Ruhe kommen. Alles erscheint präzise, deutlich und in intensiver Farbigkeit dargestellt, aber die Bezüge bleiben im Nebeneinander und gleichzeitig im Nacheinander nicht eindeutig und linear erzählerisch, sondern vielstimmig, assoziativ und offen. Die komplexe Bildwelt von Wolf Hamm wird von ganz verschiedenen, miteinander kombinierten und verbundenen Elementen, die verfremdende Details ausbilden, sowie von absurden Widersprüchen in Perspektive und Größenverhältnis beherrscht, insbesondere die monumentalen Großformate seines Zyklus, die großen Prozesse, zeigen diese Aspekte in ihrer ganzen Komplexität und simultanen Setzung. Wolf Hamm nutzt dieses kombinatorische, auf den Surrealismus zurückgehende Prinzip, ohne nur irritieren und verwirren zu wollen. Dem Künstler geht es um ein simultanes All-Over an Motiven, Symbolen und Konstellationen, mit dem er die Vielfalt und seine sich weiterentwickelnden Gedanken zur Wissenschaft, Politik und zur Psychologie des Menschen, seine Vorstellungen zum Leben, zur Familie, zur Generationenfolge, zu philosophischen Einsichten in unserer Existenz, zur Natur und natürlich nicht zu vergessen, zum Tod einfließen lassen und neu und ganz eigen zusammenbinden will. Dabei geht es nicht um einfache Erzählungen, vielmehr um die malerische Umsetzung, mit dem der komplexe Bewusstseinsstrom, das Traumhafte und das Reale, Vergangenheit und Zukunft, Momente der Gegenwärtigkeit und Momente intensiven Beschwörens gleichsam nachgebildet und in starken Bildern vermittelt werden kann. Kurz, der Strom des Lebens durchfließt gleichsam Hamms Komposition. Wolf Hamm scheut sich nicht, pathetische Emphase und alltägliche Banalitäten, romantisch anmutende Landschaftsprospekte und symbolhafte Aufladung, Metamorphosen und kindlich-märchenhaftes frei zu mischen, dabei manches bis zur Grenze des Kitschigen zu treiben, um dann unvermittelt eine gravitätische Nachdrücklichkeit antworten kann. Wolf Hamm bereitet dem Betrachtenden ein Wechselbad der Assoziationen und Gefühle, bei der dieser nicht gleichgültig bleiben kann. Ein Bildelement band die Aufmerksamkeit, weil man es im Sinn zu durchdringen meint. Beim anderen genießt man mit Bewunderung die Oberfläche malerischer Effekte. Ein weiteres verunsichert uns schlichtweg. Betrachtendes Auge und um Einordnung bemühter Geist bleiben in ständiger Bewegung. Und glaubt man, etwas fixiert zu haben, entgleitet es einem im nächsten Augenblick durch einen benachbarten Widerspruch. Wiedererkennbar bleibt der Rekurs der Anspielungen auf den Kreislauf des Lebens, auf Geburt und Tod, Familie und Generationenfolge, eine logisch-rationale Entschlüsselung der Versatzstücke, der Brüche und Kombinationen ist aber keineswegs intendiert. Wolf Hamm malt keine Rebusse, die aufzulösen wären. Denn für ihn gilt, Zitat, Kunst ist anscheinend das, was wir nicht wirklich begreifen, aber an dem wir uns immer wieder reiben können, Zitat Ende. Und er versucht in seinen Bildern, Hamm weiter, etwas Unaussprechliches auf eine andere Art und Weise zu bannen. Zitat Ende. Das soll nicht Sprachlosigkeit vor dem Bild behaupten, sondern Wolf Hamm glaubt zu Recht, dass es, Zitat, eine andere Art der Kommunikation zwischen dem Betrachter und dem Bild gibt. Mithin ist Hamms größter Wunsch, Zitat weiter, beim Betrachter so etwas wie ein Kopfkino in Gang zu setzen, das ihn mit seinen eigenen vergangenen Bildern konfrontiert und ihn mit sich selbst auseinandersetzen lässt. Soweit zu Wolf Hamm. Mit Hartmut Neumanns eigenwilligen und bildgewaltigen Kompositionen, die man durchaus vergleichbar mit Wolf Hamm so zuvor noch nicht gesehen hatte, eroberte er sich eine einzigartige individuelle Position in der gegenwärtigen Kunst. Seine Landschaftsräume bzw. Träume
präsentieren sich als höchst individuelle, übersteigerte Welten, die bis ins hochdramatische Pathos, bis in apokalyptische Momente hineinreichen. Im Lauf der Jahre hat sich der Künstler ein fantastisches Vokabular aus dem unerschöpflichen Reservoir an Naturformen erarbeitet, das er immer wieder zu variieren und zu erweitern weiß. Naturalistisch anmutende botanische Formulierungen und künstliche, erfundene vegetabile Formen fließen ineinander. In der spielerischen Absurdität des Fiktiven und dem additiven Bildaufbau, in dem solcherlei Gestaltfindungen kombiniert, ineinander verstrickt, wuchern und agieren, siedeln durchaus Momente des Surrealen. Ebenso, wenn Kosmisches das Bildgeschehen mitprägt und die Weltentwürfe ins planetarisch bewegte Außerirdische erweitert sind. Die oftmals großformatigen Gemälde Neumanns erzählen ausgreifend und wuchtig vom überbordenden Formreichtum der Flora, auch in Verbindung mit Gegebenheiten der Fauna, die sich der Künstler zumeist von Abbildungen aus entsprechender Literatur oder Darstellungen alter Meister angeeignet hat. Bei aller Faszination, die Hartmut Neumann selbst seinen Themen und Motiven entgegenbringt, sind sie gleichsam formale Setzungen, mit denen er nicht zuletzt die Malerei thematisieren will. Deren Präsenz, Dichte und Farbintensität dient der mimetischen Beschreibung seiner Naturvisionen. Sie können sich aber zugleich davon lösen, um eine eigenständige Rolle als Peintür aufscheinen zu lassen. So sind mitunter bewusst unterschiedliche stilistische Modi in einer Komposition verwendet, Flächen durch einen jeweils unterschiedlichen Duktus belebt. Malerisches Raffinement und Malen als Genuss sind für Neumanns Schaffensprozess unabdingbar. Bei den Serien Überwachsen und Verschwunden im Jahre 2110, und da gibt es eine zweite Serie im Jahre 2210, die Hartmut Neumann 2010 begonnen hat, um diverse Städte und Metropolen unserer Welt 100 bzw. 200 Jahre in die Zukunft projiziert zu porträtieren, deuten bereits die Titel Zivilisationskritik respektive ökologische Deutungsdimensionen an. Der Mensch ist hier total verschwunden, die Natur hat die Städte zurückerobert, jedwede Architektur ist so überwuchert oder zersetzt, dass davon kein Eindruck mehr übrig geblieben ist und nur noch Farbklänge, Stimmungen oder Farbtemperaturen entfernt an das erinnern, was die Charakteristik der typografischen oder klimaspezifischen Lage dieser Metropolen einmal ausmachte. Diese fruchtbare Dystopie inspirierte Neumann zu neuen, autonomen landschaftlichen Setzungen jenseits gängiger Vorstellungen. Der Maler schwelgt in fantastisch ornamentalisierenden Naturvisionen, in denen er seine facettenreichen Gestaltungsmittel reichhaltig variieren und spannungsreich ordnen kann. Die im Ausstellungstitel angesprochenen verbotenen Zonen lassen sich allgemein auf Gegenden beziehen, aus denen der Mensch verbannt ist, wo Lebensgefahr herrscht und die beispielsweise wegen radioaktiver Verstrahlung keineswegs betreten werden dürfen. Je länger solche Orte dem menschlichen Zugriff entzogen sind, desto autonomer und ungehemmter entfalten sich dort wieder die Naturkräfte. Und verbotene Zonen verweisen zugleich auf Unbekanntes, Geheimnisvolles und Verborgenes. Ihnen eignet eine zwischen Furcht und Neugier changierende Anziehungskraft. So kann man sie auch als Metapher für die immer wieder neu gesetzten Erkundungsschritte des Künstlers in zu entdeckende Territorien sehen. Was Hartmut Neumann in diesen Gebieten jenseits von Zeit und Raum malerisch aufspürt, das heißt erschafft, und wie sehr er sich dabei in einen Malrausch versetzen kann, indem ihn neben dem bildnerischen Kalkül allein seine innere emotionale Verfasstheit führt, seine letztlich romantisch geprägte Sehnsucht bleibt ungestillt. Die Sehnsucht, vielleicht endlich in einer seiner erfundenen Welten anzukommen. Gleichsam, diese Unerreichbarkeit ist ein Motor seiner Kunst.
um Ihnen, werte Zuschauende, einen kurzen Einblick in unsere Ausstellung mit den Werken der beiden Künstler Hartmut Neumann und Wolf Hamm anzubieten, zeigen wir Ihnen zum Abschluss einige ausgewählte Kameraschwenks durch die Präsentation im Max-Ernst-Museum, sodass Sie auch Lust bekommen können, diese nach Wiedereröffnung dort real zu sehen und zu entdecken. Doch davor sehen Sie kurze Statements der Künstler, zunächst von Hartmut Neumann und dann von Wolf Hamm. Vielen Dank. Hartmut Neumann beim Ausstellungsaufbau. So. Hallo Hartmut, ich begrüße mich jetzt erstmal selber, weil ich mich ja nächsten Samstag bei der Eröffnung sehen werde. Und das ist ja auch immer spannend. Hallo. Ich freue mich, in diesem wunderbaren Museum mit Wolf Hamm ausstellen zu dürfen. Das Programm, das dem eigenwilligen Geist von Max Ernst verpflichtet ist, ist für jeden Künstler eine Herausforderung. Die Messlatte liegt hoch, aber das ist auch der besondere Reiz. Ich danke allen, die an diesem Projekt beteiligt waren und sind, besonders Achim Sommer, für das große Vertrauen in meine Arbeit. Die Natur mit ihrer kraftvollen Schönheit und ihrem zerbrechlichen Zustand ist das alles beherrschende Thema in meiner Arbeit. Die früheren Arbeiten zeigen noch paradiesisch üppige Szenerien von Fauna und Flora. Mittlerweile sind es menschenverlassene Naturschauspiele. In dem großen Bild hinter mir ungeklärte Turbulenzen mit noch zwei funktionierenden Welten, dem Ameisenhaufen und dem Wespennest. Die Skulpturen im Gemälde sind die letzten Hinterlassenschaften der Zivilisation mit einer kleinen Hommage an Max Ernst auf dem Bild. Düstere Vision. Das Surreale ist Realität geworden. Die Natur holt sich alles zurück. Als ich den Obertitel Verbotene Zonen vor einigen Jahren für meine Bilder festlegte, ahnte ich natürlich nicht, dass die Ausstellung Verbotene Zonen in einer verbotenen Zone stattfinden würde. Ich hoffe, dass die Museen recht bald aus diesem Zustand entlassen werden. Es ist ein gutes Gefühl, meine Bilder hier wunderbar hängen zu sehen. Ich glaube, ich werde mal mich zwischen die Bilder legen und übernachten hier im Museum. Mal sehen, ob ich Albträume bekomme oder ruhig schlafe. We will see. Danke. Wolf Hamm beim Ausstellungsaufbau. Woher kommen wir? Wohin wollen wir? Wie wollen wir sein? Wir befinden uns, und dies nicht erst seit gestern, in unbeugsamen, immerwährenden Prozessen. Der Erdenlauf seit dem Beginn, von Anfang bis heute, bestimmt und erklärt uns den Rahmen. Wir reiten auf einer Erkenntniswelle, an vorderster Front im Überlebenskampf des Daseins. Überlebensstrategien sichern uns die fortwährende Existenz. Doch die Erkenntnis, sie hängt uns zum Halse heraus, denn es sieht nicht gut aus, was wir da sehen. Echte Selbstreflexion bedarf viel Mut und Tatendrang, sich nicht gehen lassen, sondern einen Weg einschlagen, sodass man es ein Leben nennt. Jeder von uns hat pro Tag etwa 60.000 Gedanken. 85% der Dinge, über die sich Menschen Sorgen machen, werden die Realität. Deswegen ist es wichtig geworden, uns im Hier und Jetzt zu fragen, was wir eigentlich erreichen wollen. Wo liegen diese Probleme und wie wollen wir sie angehen? Oder wie Werner Heisenberg es einst sagte, wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist. 2019 wurde der Klimanotstand ausgerufen und die Pandemie hält die ganze Welt in Atem. Eines der größten Probleme unserer Zeit ist meiner Meinung nach die Überwindung der Hoffnungslosigkeit. Erst in den letzten 30 bis 40 Jahren haben wir durch die Flut an Informationen wirklich begriffen, welche Auswirkungen unser Handeln auf den Planeten hat. Es ist das Tosen dieser Welt, das uns Angst macht. Doch wir sollten aufpassen, dass wir uns dadurch nicht auf einen neuen Lanzen- und Laternenstolz einlassen.
der uns auseinandertreibt und der uns leichte Lösungen verspricht. Wir müssen uns als Menschen fragen, ist es ein Links, ein Rechts? Wo geht es endlich geradeaus? Luft und Wasser werden knapp. Die Europäische Union und damit auch Deutschland ist weltweit zweitgrößter Waldzerstörer. Das habe ich nicht gewusst, wird man sagen. Bolsonaro verkauft uns den Amazonas für Sojaprodukte, die wiederum für Massentierhaltung genutzt werden. Und so zerstören wir die Zukunft unserer Kinder. Greta sagt es ganz richtig. How dare you? Wie könnt ihr? Und wie können wir? Wer sind wir denn, dass wir es nicht sind? Stefan Essel meint, heute steuern wir auf ein Weltbürgertum zu, weil immer offensichtlicher wird, dass die Aufgaben für einzelne Staaten zu groß geworden sind. Wir brauchen eine ganzheitliche Umweltstrategie für die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen. Erforderlich hierfür ist eine von allen Staaten der Welt getragene Regulierung. Denn es ist diese extrem lebensfeindliche Wirtschaft, der wir Verbote entgegenhalten müssen. Fromm nennt es den ungesunden Kapitalismus, der unser aller Leben bedroht. So wie wir einst die Menschenrechte entwickelten, sollte es nun eine Erklärung der Rechte der Menschen auf Natur geben. Denn ohne Natur geht es nicht. Artikel 3 der Menschenrechte von 1948 besagt, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Doch wenn nun durch unser Handeln die Sicherheit der Person, das Recht auf Leben und somit auch das der Freiheit bedroht ist, müssen wir sagen, dass diese Wirtschaft unmenschlich, lebensbedrohlich und damit absolut unzeitgemäß geworden ist. Also braucht es wohl ein sozialeres Umweltbewusstsein, ein globales Selbstempfinden. Denn das gehört für mich zusammen, soziales Denken und Umweltbewusstsein. Wir leben und wir sterben, doch sterben tun wir später. Und wenn wir nicht aufpassen, bringt uns das bisschen Leben noch um. Kunst ist für mich Raum für Kommunikation. Sie dient uns als reflektives Instrument der Selbsterkenntnis und war daher schon immer systemrelevant. Aber warum ist Selbsterkenntnis nun so wertvoll? Peter Biri sagt, wir brauchen sie, wenn unser Leben und unser Empfinden nicht mehr zusammenpassen. Wir müssen uns dann neu sehen und verstehen lernen, um die Krise überwinden und weitermachen zu können. Meine Malerei soll helfen, die Zeit zu reflektieren und uns besser zu verstehen. Erinnerung ist der Motor, um die Zukunft zu gestalten. Denn weil wir uns erinnern, können wir uns etwas wünschen. Dabei dürfen wir das Träumen nicht vergessen, denn es hilft uns, die Realität zu bilden. Zukunft geschieht nicht einfach. Sie muss verursacht werden. Und dies jeden Tag und jede Nacht aufs Neue. Ich danke Ihnen fürs Dasein. Und besonders möchte ich mich bei Achim Sommer bedanken und bei dem Museum. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Hartmut Neumann zusammen ausstellen kann. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft des Lebens und des Träumens niemals müde werden. Dankeschön. Das waren die beiden Künstler mit ihren Statements. Und jetzt geht es nur noch darum, Ihnen auch einen Einblick in diese Ausstellung zu vermitteln. Wir haben einige Schwenks für Sie zusammengestellt und hoffen, dass Sie sich davon inspirieren lassen, dann natürlich auch hierher ins Max-Ernst-Museum Brühl zu kommen, um diese Ausstellung selbst zu sehen. Vielen Dank. Hartmut Neumann, Verbotene Zonen. Wolf Hamm, Große Prozesse. 16.05. bis 29.08.2021.
Wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald im Max-Ernst-Museum Brühl des LVR begrüßen zu dürfen. Infos unter www.maxernstmuseum.lvr.de.